zu überbringen von Walter Sittler. Walter Sittler schreibt: Wieder einmal fern von Stuttgart schicke ich die herzlichsten Obenbleiben-Grüße an euch alle. Euer Durchhaltevermögen und eure Kraft sind unglaublich beeindruckend. Dass sich unsere gewählten Vertreter diese Beständigkeit, das Wissen und das Engagement nicht zunutze machen, zum Wohle der Stadt und des Landes, ist ein trauriges Versäumnis. Aber wenn alle mit Vernunft dabei bleiben, werden wir diese Mauer langsam aber stetig auflösen, da bin ich mir ganz sicher. Die Bürgerinnen und Bürger können und wollen mitreden und mitentscheiden, überall auf der Welt, und das ist gut so. Frohe Weihnachtszeit und oben bleiben, euer Walter Sittler. Ich habe gerade gesagt bekommen, es sind 7.500 Teilnehmer gezählt worden. Super. Und das Wichtigste, wir machen weiter. Die Montagsdemos sind bis Jahresende 2013 auf dem Arnulf-Klett-Platz angemeldet. Hier. Und entgegen anderslautenden Zeitungsberichten werden wir uns vom Ordnungsbürgermeister keinen anderen Demonstrationsort zuweisen lassen. Dann lassen Sie mich noch ein Wort sagen zu einer ernsten Angelegenheit. Ich lese vor, der 20.06.2011, der in den Medien gerne als Erstürmung des Grundwassermanagements bezeichnet wird, hat für viele Gegner von Stuttgart 21 ein juristisches Nachspiel. In den letzten Wochen und Monaten erhielten viele Post vom Amtsgericht Stuttgart. Bekannt sind bisher 2 Ausführungen von Briefen. Einige erhielten einen Strafbefehl wegen Landfriedensbruchs in Tateinheit mit schwerem Hausfriedensbruch. Andere erhielten einen Brief zu einem laufenden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und anderem. Die 200. Montagsdemo will auch ein Signal aussenden an alle Betroffenen. Ihr seid nicht allein, ihr seid nicht vergessen, ihr steht stellvertretend für viele. Der nächste Redner spricht mit heißem Herzen, schneller Zunge und wachem Verstand. Ziehen Sie sich noch wärmer an, machen Sie sich bereit für den schärfsten Brandredner gegen Stuttgart 21. Begrüßen Sie Volker Lösch!